Oh, Alter, was geht ab, Leute? Neuer Monat, neuer Döner des Monats. Jo, was geht? Servus. So früh waren wir, glaube ich, noch nie da. Servus. Servus. Döner des Monats heute, Hashtag Söder ist. Ihr wisst Bescheid, knuspriges Dönerbrot. Sauer, was? Sauleckeres Hähnchenfleisch. Salatmix mit Feta und Oliven, mariniertes Blaukraut. Pumps auf Fritten, Chilis. Klassische Schnittlauchsoße kennen wir, scharfe Hans-Kebab-Soße kennen wir, Suppe kennen wir. Gibst du uns zwei Döner des Monats? Ja. So. Bumsafritten sind nicht die Super Crunch Pommes, Leute. Sondern? Also dicke Fleischkartoffeln mäßig, so mit viel mehr Fleisch dran. Oliven, Feta. Griechischer Touch oder was? Mhm. Und Fleisch ist diesmal anders. Normal ist ja immer Mix. Viel besser als der letzte. Sogar sehr gut, würde ich sagen. Ja, ist auch nicht schwer, den letzten zu toppen. Wobei echt einige den gefeiert haben. Unfassbar. Weil vielleicht wurde auch bei uns so einfach schlecht zubereitet. Du hast gemeint, du hast ihn nochmal gegessen und er war besser, aber auch nicht umwerfen. So. Pommes. Obwohl, ich mag die auch. Obwohl sie so ein bisschen dicker sind. Wo sind da die Olive, Leute? Eine Menge Feta, ich bin eigentlich kein Fan von Feta-Käse. Bei mir war voll wenig. Oder? Nein? Eigentlich eine ganze Schicht Feta-Käse bei mir. Kann ich jetzt schon mal sagen, zu viele Oliven. Zu viele Oliven. Ja, aber magst du Oliven generell oder eher nicht? Ich mag ihn, ja. Ich meine, eigentlich finde ich es gut, weil wenn du irgendwas reintust in Döner, dann soll eigentlich bei jedem Bissen was dabei sein. Aber die sind dann zu dominant. Auch wenn der Geschmack gut ist. Mhm. Die Oliven schmeckt man direkt. Oh ja. Oh ja. Mhm. Also ich schmecke gar nicht vom Feta-Käse, ja. Ich schmecke nur die Olive. Okay. Machst du Oliven generell? Es geht. Aber... ich würde lieber darauf verzichten, in dem Fall jetzt. Also wenn ich Oliven esse, dann halt so als Snack nur, so irgendwo als Vorspeise. Aber nicht irgendwie in dem Gericht. Deswegen... ja, ich finde nicht, dass die Oliven sagt, so ganz kurz. Überleg mal, wenn du die mit Kirschtomaten ersetzt, dann ist das wieder richtig gut. Wie findest du die Soßen? Ich finde die richtig gut, die Soßen. Hast du eine ganz leichte Schärfe? Leichte Schärfe, ja. Soßen sind gut. Ja, die Oliven sind echt too much, ja. Und Maya hat noch einen Kern, endgefährlich. Stell dir vor, du beißt so rein, genüsst dir in deinen Döner. Und dann beißt du in den Kern. Hm. Sagen, abgesehen von den Oliven, ist das bisher der normalste Döner. Finde ich auch, ja. Ist lecker, was soll man sagen? Ist gut. Ich jetzt echt viele Videos von Franklin reingezogen. Und in jedem scheiß Video, wo es ein Döner geht, muss er Sendling Spezial erleben. Ja. Es ist so schlimm, Mann.
Und man kann sagen, man kann hingehen. Man kann es schon mal essen, aber es ist echt an sich. Keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Man kann extra nach Sendling fahren. Überleg mal, jemand fährt extra nach fucking Sendling. Geht's in Döner, dann kriegst du so einen schlechten 4 von 10. Da hast du das Gefühl, weil der ist ja sehr bekannt, der Ghost. Ja. Und auch andere YouTuber-Kollegen, wie dieser aus dem Blog, dass sie es besser werden, nur weil er es mag. Aber wie kommt es, dass andere YouTuber die haben seine Videos sehen und dann auch dahin gehen und den auch feiern? Ja, weil ich soll sagen, die haben sich verbessert. Die haben sich verbessert. 100%. Aber, Junge, ich sag dir, geh zu Rollos. Das Ding ist dreimal. Was ist deine Meinung zu Franklin? Cooler YouTuber, gute Videos. Auf jeden Fall, sehr gute Videos. Ich liebe die Videos, aber Dönergeschmack. Wild. Wild. Ja, ich mach nochmal einen großen Test. Ich hol alle Jungs, die ich kenne, die so ein bisschen Ahnung von Döner haben. Dann geh mal zu 4, 5, 6 dorthin und dann test mal den auch nochmal. Aber bisher hat der mich auch gar nicht überzeugt. Ich sag's ehrlich, speziell, wenn der irgendwas über 5 kriegt bei uns, dann würde ich sehr enttäuschen. Über 5? 5 ja. Ist Standard. So. 5 ist Standard, ja. Ja, 6 könnte ich schon sehen, aber sonst nichts. Fazit. Solide, aber zu viel Oliven. Also ich sag vielleicht so 6,5. Boah, das ist schon stark, vor allem für dich. Ja, also ich fand ihn gut. Ich fand nur zu viel. War gut, ich fand die Soßen alle gut, aber eigentlich. Aber wie fandest du, dass es nur Hähnchenfleisch war diesmal? Fand ich fast besser. Fand ich auch fast besser, ich ja? Ich mag Hähnchen eigentlich auch lieber im Döner. Ja, weil es immer ein bisschen mehr saftiger ist. Ja, irgendwie Fleisch, schmeckt, ja. Hat irgendwie mehr Geschmack. Intensiver, auch. Ja. Finde ich gut. Und ich fand den relativ gut. Ich finde es eigentlich gut, dass sie bei jedem Bissen Oliven drin hatten, weil ich hasse das, wenn du nur an zwei Bissen irgendwie an einer Zutat hast. Aber das ist too much, oder? Also man schmeckt den Döner nicht. Ja, ich fand die Olive kam nicht gut. Zu viel. Also Olive ist halt das, was jedes, bei den anderen Mal davor Saugegurke war und Ananas und das. Ich fand, Ananas hat ganz geil gepasst, Saugegurke hat sogar ganz geil gepasst, aber jetzt Olive hat nicht so gepasst. Ich würde dir auch, ich glaube, 6 geben, weil ich fand die Olive echt too much. Also Olive hat das schon für mich hart runtergezogen, aber sonst war der echt gut. Raus, hast du eigentlich normalen Döner. Sonst hast du normalen Döner, sonst war der echt gut. Sonst, was war besonders? Laukraut war gut und die Pommes waren gut. Laukraut war gut, Pommes waren überraschend gut, obwohl Soßen sie so dick waren. Soßen waren gut. Schärfe. Gute Schärfe, ja, das wollte ich sagen. Das war eine sehr geile Schärfe. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. War ja, nee, ich geb dem 7. 7? Nein. Doch, so. 6? Ja. Weil Oliven drin waren. Ohne Oliven 7. Mit Kirschtomaten 8. Mit Kirschtomaten vielleicht 8. Du musst mal eine eigene. Ich quatsch mal mit dem. Ja. Döner des Monats, pass auf dich. Ein Monat safe irgendwann kommt von uns, Leute. So. Wir philosophieren noch über Döner. Döner ist eine Kunst für sich, Leute. Kennst du Holle auf YouTube? Der macht immer sehr. Der ist eigentlich Döner-YouTuber. Der macht nur Döner-Tests. Der hat jetzt einen neuen Nummer 1 ernannt in Deutschland. In Frankfurt ist der. Da ist dieser Franklin auch hingefahren. Aber das ist nicht dieser eine gewesen, wo er sich ewig auf die Bestellung gewartet hat. Doch, das ist er. Ach, okay. Das ist der in Frankfurt. Der auch 2 Stunden wartet oder so Scheiß. Ja, genau, weil der Hype gerade zu groß ist. Nachdem Holle das Video gedroppt hat, ciao. Wir waren ja letzte Woche bei Hans Kebab Döner des Monats. Ja. Ich habe dieses Thema nicht verstanden, dieses Söder-Teil. Hast du das gecheckt? Das war ja dieser. Diesen Monat hieß er irgendwie. Ja, es war eher so griechisch dieses Mal. Ja, yeah, aber Hashtag Söder-Döner irgendwie sowas. Unter. War das wegen dem Politiker Söder oder was? Ja, aber ich check nicht, was der jetzt mit diesem Döner zu tun hat, oder? Ich hab auch keine Ahnung, haben die das eben geschrieben auf Instagram? Söder isst. Ja, genau. Hashtag Söder isst. Unser Special diesen Monat inspiriert von Markus Söder. Hat Markus Söder vielleicht einen Vorschlag gegeben, oder was? Das war aber dann ein leider nicht so guter Vorschlag, Herr Söder. Ah, schau mal. Ja. Söder, der macht zurzeit sowas, der lädt irgendwie sowas hoch und dann macht er selber Söder ist als Hashtag Söder. Ah. Und die wollten vielleicht nur die Dinge abstauben von dem Hashtag, dass alle, die Söder ist, googeln auch den Hans Kebab sehen. Und dann sagen sie einfach, ist inspiriert von. Das ist natürlich schwach. Das ist echt so. Döner des Monats. Ihr habt es gehört, irgendwas mit Söder, Hashtag Söder ist. Ist ein Trend, den die wohl abstauben wollen. Aber Döner hat geschmeckt. Ohne die Oliven. Aber Döner des Monats soll ja kreativ sein. Ich fand den jetzt bisher am unkreativsten. Letzten Monat Döner mit Nachos, so Mexican Style. Hat mir persönlich
schlechter geschmeckt, aber nur weil ich halt dieses Mexican-Flugzeug nicht feiere. Aber von der Kreativität her war der schon besser eigentlich. Der war schon ziemlich unkreativ. Ja, Oliven halt, passt halt gar nicht. Also hat eigentlich nicht geschmeckt, plus war nicht kreativ. Also vom Döner des Monats-Ranking her müsste der eigentlich am letzten Platz bisher sein. Wir haben noch den Rest des Monats Zeit, den zu testen, aber ganz ehrlich, den muss man nicht getestet haben. Diesen Monat kann man skippen. Das war's von mir und dem kritischen Boss, noch kritischeren Boss. Ich bin der kritische Boss. Schaltet nächste Woche ein. Da rastet der noch kritische Boss komplett aus, Mann. Da macht er seinem Namen alle Ärger. Über Like, Subscribe, kommentieren, check die Visa, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr das Bitcoin, die Crypto Cashflow, jeden Tag Dragon Series Business und ciao. Pussier das Geld.